herzlich willkommen bei meiner Bastlerei, mein neuer Receiver. Gute Technik. Ja. Das hier. Der eine Teil. Zuvor wir auch wieder montieren, um den Teil geht's. Hier habe ich 3 Volt, 4 Volt ausgangsseitig. Will 12 Volt ausgangsseitig haben. Das Ding werde ich mal schauen, wo die Anschlüsse sind. Hier sitzt. Ich könnte das Blech abgehen. Das Blech runtergehen. Das da. Das ist so. Wir ließen das halt auch. Kippschalter, einen perfekten. Habe perfekten Kippschalter gefunden, so einen Kippschalter. Anschlüsse, 3 Anschlüsse. Und richtig Ampere. Hier sieht auch eine Note auf. Ja, in der Mitte mal die Kippschalter ausbaut. Aber hier, den weiß ich nicht, was da war. Hier war auch Anschlüsse frei. Noch nicht rausgeht. Der geht dann nicht so raus. So. Das Schrauben. Schrauben in ungünstigen Moment. Winkel, wenn ich einen Winkel. Winkel aufhören. Das hier ein Winkelaufsatz.
Jetzt benutze ich das Drehventil. Nicht die aufstehende Schaufel. Das erlege ich der neue Siever von der Oma. Alter. Multimedia, glaube ich. Viele Chips sicherlich. Sehr viele Chips und so ein Spezialding auch. Schon hier, das ist ihr Kreuz. Oder ist Kreuz? Ist Kreuz auf. Wie bekomme ich da diesen Devil Schaufen aus? Endlich habe ich den. Endlich habe ich das Ding aus! Verfickte Scheiße, endlich! This time, let so the dinner, this Schaufel, dann dieser Schalterdingens, diese einzige Halle nicht noch anbieten können. Der war ein Vorwiderstand. Vorwiderstand, durch Vorwiderstand. Durch einen Vorwiderstand. Das Ding ist auch Schrott. Das Ding ist Schrott. Sind da wichtige Sachen. Hier eine.
Schwindelinfekt. Da lebt die leicht. Vor mir hat gelebt, dass der immer rauskommt. Wenn er 6 Volt 7 Volt, 6 Volt 7 Volt, vielleicht 8 Volt. Schließt sich das hier. Oh oh. Ich habe das Tier abgebrochen. Das habe ich hier abgebrochen. Das kann ich hier abbrochen. Jetzt habe ich das hier verwenden. Aber wurscht. Jetzt wird das ausgelötet. War geile Sache in unserem Display. Das Display. Locker noch, da habe ich bald rausziehen. Ich habe nur das eigenartige Display. Ah, Display ist das, okay, so ein Display. Das ist das Display. Siemens. Display, das ist ein spezielles Display. Das hier ein Geschenk von meiner Oma, jetzt baue ich es auseinander. Das ist ein gutes Geschenk. Da geht schon mal. Das Ding ist so geil. Da muss man noch diese Karte auch bekommen irgendwie. Noch so ein alles schaufen.
alle Schafe rausstellen. Das sind eine, da ist ein, das ist ein Spannungswechsler, der runter macht. Zweiter, erster MOSFET, sind da ein MOSFET drinnen. Da habe ich das schon genügend Material für den Wechselleuchter eingebaut. Wisst ihr, oder? Schau mal, ob ich noch so eine. Ich bin ein Elektronikbastler, wisst ihr auch nicht. Ich brauche nur richtige Schraubenzieher dafür. Das Licht einschalten, das Hauptlicht. So sieht das Ding aus. In so einer. Das kommt hier rein. Das Werkzeug, alles Werkzeug kommt, sollte mal meine Sachen sortieren. Ja. Dann ist da rein. Meine Werkzeugkiste ist das. Das ist die Werkzeugkiste. Ja, keiner gesehen, oder? Nee, sieht mich eh keiner. Das Video wird ja natürlich veröffentlicht. Das ist meine Werkzeugkiste. Links davon ist die Werkzeugkiste hier. Das ist das Ding zum Ausbauen. Das hier. Da du alle mein Werkzeug rein. Ich weiß schon wann ich was brauche. Dann hol ich mir es eher. Hier. Spezielle Elkos. Spezial Elkos. Da alle Sachen. Jetzt muss ich mal noch meine Sachen durchgraben. Ich habe noch so viele Sachen. Darf noch mal gleich nichts von abhanden kommen, oder? Das hier, diese Zange, Zangen, verschiedene Typen, sind gut ausgerüstet. Für jeden Fall ein eigenes Werkzeug. Wenn ihr mich anschreiben möchtet, ich habe eine E-Mail-Adresse: wolfganglechner.cello3.at. Ich erbringe die Maus auseinander, wann das nötig ist. Schaut ihr das mal an. Schaut euch das mal an. Sieht es? Das ist was ist so ein Modul.
Das Katerita, Basso Chips, Philips, Original Philips Chip und 1, 2, 3 MOSFETs. Und 11 Lose. Was habe ich denn da? Und Hier ein Radio stehen. Auch gut, oder? vielleicht über mal hier das so nahe näher. Das ist der Arbeitsplatz. Das da hier. Ende. Nächstes Video werde ich Ihnen auseinanderbauen.